Ja, hi, ich bin Anton von Freistrom und Freistrom, das ist ein Konzept für einen Stromaustausch unter verschiedenen Haushalten, die untereinander vernetzt sind. Und unsere Vision ist, dass Haushalte ihren eigenen Strom produzieren, zum Beispiel über Solaranlagen oder aber auch über andere Technologien. Und der Strom, den die Haushalte produzieren, wird, wenn er nicht genutzt wird, in hauseigenen Akkus gespeichert. Und sagen wir mal, ein Haus verbraucht jetzt gerade mal mehr Strom, als es produziert, keine Ahnung. Es läuft der Fernseher, im Keller geht noch irgendeine Party ab, Licht, Musik, alles Mögliche. Und so, da kann so ein Akku natürlich auch schnell leer sein. Aber wenn jetzt zum Beispiel im Nachbarhaus, da sind die Nachbarn gerade nicht da, der Akku ist voll. Also kann über unsere Software dann der Strom von einem anderen Haus, wo der Strom nicht genutzt wird, ganz einfach angezapft werden. Also das Konzept ist halt die Teilung von Strom zwischen verschiedenen vernetzten Hauswerken. Es soll halt ein direkter Informationsaustausch gibt es, der über den Stromverbrauch. Das heißt, es wird halt gesagt, hey, dieses Haus hat 25% der Batterie voll und dieses Haus 100 und deswegen braucht das eine Haus halt noch ein bisschen, weil das halt fast keinen Strom mehr hat oder so. Und verbraucht ein Haushalt mehr Strom, als er produzieren kann, geben halt andere Haushalte überflüssigen Strom ab, wie er eben noch erklärt hat. Und das ist halt ohne Geld oder ohne irgendwelche anderen, keine Ahnung, auch es gibt auch keine Chips oder sowas, die man dann austauscht, sondern dass es einfach halt geregelt wird so. Es ist frei. Was hast du gerade? Ja. War das jetzt alles? Habe ich das jetzt alles da drin erklärt? Also hier ist nochmal das Konzept als niedliche Grafik, falls es ein bisschen kompliziert war. Also das gelbe Alpaka hat zu wenig Strom und schickt ein Notrufsignal an die anderen Haushalte. Anschließend geben die anderen Haushalte ihren aktuellen Batteriestand zurück. In dem Fall halt das blaue Alpaka hat viel Energie, was es eventuell abgeben könnte. Das rote Alpaka hat gerade genug Strom. Und demnach entscheidet jetzt das gelbe Alpaka, dass es von dem blauen Alpaka sich Strom geben lässt. Ja, an sich klingt das jetzt alles ganz logisch und einfach. Und wir hatten auch super tolle Ideen, wie das alles funktionieren kann. Bloß, es hat vielleicht nicht ganz funktioniert. Und ja, wir haben viel rumgefriemelt, vor allem auch. So, wir dachten uns, ja, wir machen das über ein Funkmodul, weil Funk ist einfach cool. Das stimmt. Und leider hat es nicht funktioniert. Der Funk mochte uns nicht. Also hatten wir einen Reimersatz gesucht und hat leider auch nicht funktioniert. War ein bisschen blöde. Und jedenfalls haben wir sehr viel zusammen auch rumgefriemelt, bis wir dann endlich unsere Endlösung gefunden haben, das über Kabel zu machen. Aber ja, ist jetzt vielleicht auch nicht die schönste Lösung, aber im Endeffekt wird man das sowohl über Kabel als auch Funk machen können. Und ich glaube, der Henrik macht nochmal eine Live-Demonstration davon. Genau, ich versuche Ihnen jetzt mal das zu zeigen, was wir jetzt tatsächlich hinbekommen haben, mit Kabel, ohne Funk. Und genau, ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Ich hier mal was gucke. Da oben was kommt. Im Moment kommt gar nichts. Ja, gut. Der Beamer hat uns verlassen. Das ist bei 4 drin. Nein, bei 4. Ja, dann mach es bei 4. Ja, das ist an.
Ah, da kommt was. Das bin ich nicht. Das bin ich nicht, das ist nicht mein Rechner. Kamera zerstört sich selbst. Ah, gut, dann machen wir es jetzt so. So, da ist jetzt eine ganz spannende Apparatur zu sehen. Und ja, am besten erklärt uns mal der Mensch, der das zusammengebaut hat, wie das alles funktioniert. Gut, wir sehen hier das Modell eines Endgerätes. Es besteht hauptsächlich aus dem blauen, aus der blauen Platine hier. Das ist die Hauptrecheneinheit davon. Und dann gibt es noch ein Display, weil man will ja auch wissen, was vorgeht. Wir haben keinen Akku, sondern bloß diesen Drehregler, mit dem man den Akkustand simulieren kann. So. Ist noch in der Entwicklung. Und anschließend auch Warnungen zum Akkustand. Und dann letztendlich hier diese Relays, die würden dann zwischen den Häusern umschalten, um Strom auszutauschen. Und ja, von diesem Controller mit dem simulierten Akku geht ein Kabel weiter an den Computer, auf dem ein Webserver läuft. Und der Webserver-Mensch sagt jetzt was dazu. Genau, also Display wird auch schön angezeigt, was wir für einen Akkustand haben. Aber wer guckt heutzutage noch auf irgendwelche Displays und muss dazu irgendwo hinrennen? Wir haben das Ganze natürlich auch im Webbrowser. Ich glaube, es muss auch mit der Kamera zeigen. Ja, müssen wir jetzt. So. Doch nicht? Ah, passiert da was? Ah, so, jetzt müssen wir das Fenster suchen gehen. Da kommt es. So, da ist unser Webinterface. So, und wenn man jetzt da anfängt zu drehen, an unserem simulierten Akku, dann kann man wunderbar sehen, dass es sich verändert. Es sieht ziemlich unscheinbar aus, aber daran haben wir tatsächlich ziemlich lange gebastelt, dass das jetzt so da steht. Das war's auch schon. Vielen Dank.